Wir sind hier an der Kinzigmühle schon 1000 Mal vorbeigefahren. Wie viele Kilometer sind wir jetzt gefahren? Vielleicht 5. 5 Kilometer von zu Hause und einfach das hier noch nie gesehen. Es sieht mega cool aus. Steffen hat heute mal wieder eine coole Tour geplant mit vielen Sightseeing-Punkten, oder? Vielen. Vielen? Ja, ja, genau. Okay, da bin ich mal gespannt, was er da zusammengesteckt hat und ja. Fahren wir mal weiter, weil wir sind ja, wie gesagt, erst 5 Kilometer gefahren. Startklar. Ja. Die Kamera nicht vergessen. Hallo. Wenn ich das wüsste. Rotenbergen. Das ist einer, der sich hier auskennt. Oh, Scheiße. Überraschungstrail. Steffen wusste nicht, dass heute hier ein Trail mit am Start ist. So. Ich bin die Pro-Line gefahren. Und Steffen? Oder Steffen ist mir hinterher gefahren. Hä, ich weiß. Ah, okay. Das ist ja lustig hier. Da war mal bestimmt so eine riesen Matschepampe hier in der Mitte. Und dann hat sich hier so eine Alternativline gebildet. Oh, die Fußgänger hätten uns ja mal sagen können. Ah nee, der kommt vorbei. Ich nehme alles zurück. Hier ist auch eine Alternativline. Oh, guck mal. Kannst in die Pampa springen. Wie Kids hier einen Sprung gebaut. Wir haben jetzt hier echt ein cooles Waldstück gefunden, was nicht allzu steil war. Ein bisschen traillastig und ging irgendwie voll gut voran. Und was ist jetzt hier da hinten? Ist ein Turm. Ja, ich glaube, ich habe den bestimmt als Ziel drin. Ja, ich hoffe doch. Irgendwas mit Turm wahrscheinlich. Sowieso Turm. Dieser Ort heißt Lanort Natur und ich muss euch jetzt hier mal so über den Zaun heben. Da ist dieser Turm, leider. Wie ihr seht, ist hier ein Tor und ja, ein schönes Fahrrad natürlich. ja, wir können hier leider nicht reinlaufen, aber jo, dasselbe Stück fährt gerade nach unten und weiter geht's mit der Radtour und zum nächsten Spot. Ja, so ganz leicht sieht man. Wo ist man hier? Hier ist die Skyline von Frankfurt. Ist ziemlich weit weg, also so hier live sieht man das, aber stellt euch einfach vor, da hinten ist die Skyline von Frankfurt. Ja, hier sind Autospuren. Wenn die da rauskommen, kommen wir auch raus. So, wahrscheinlich ganz da außen rumfahren, weil da drüben, hier drüben, ist die Ronneburg. Oh, Gegenwind. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer hat das schönste Lenkerband? Steffen checkt gerade aus, was man von hier sehen kann. Also irgendwie soll man hier den Feldberg sehen. Ja, der ist da hinten, wenn du durch den Schlitz guckst. Ja, aber das sieht man alles auf der Kamera. Ja, das ist auf der Kamera nicht. Das sieht man einmal. Ja, auf jeden Fall irgendwie ein ganz cooler Spot hier, windig hier oben, aber das haben wir schon den ganzen Tag. Hier kannst und du filmen. Jetzt snacken wir mal eine Runde. Was sagt Steffen? Da kannst du filmen, was es geht. Ja, Weitblick.
rechten siehst du den Feldberg und am linken siehst du den Messeturm. Straße bergab. Muss auch mal sein. Aber jetzt habe ich extra mal so gegrüßt, wie die Rennradfahrer das machen. Diesmal habe ich kein Handzeichen zurückbekommen. Guckt mal jetzt hier links nach oben. Da ist die Ronneburg. Da müssen wir hoch. Verdammt. Hat er da jetzt ein Zeichen gemacht? Also ich blick da nicht mehr durch. Er hat gefragt, ob er durchkommt, weil die Straße ist gestorben. Ach so. Ich habe mir gerade gedacht, das ist schon wieder irgendein Roadie-Zeichen, was ich nicht verstehe. So, da sieht man jetzt hier die Ronneburg, aber wir machen jetzt hier Pause. Ich weiß gar nicht, ob man da reingehen kann. Ich denke mal eher nicht. Und außerdem ist hier auch ja, definitiv zu viel los. Was snacken und dann geht's weiter. Ja, sehen. Guck mal, da ist irgendein Tier, ein Vogel drauf. Was ist das? Ja, was für ein Vogel? Irgendwie so ein Vogel. Jetzt kommt mein Ende. Alter Falle, heute erlebst du auch wirklich alles. Der Ende auf dem Radweg. So, jetzt geht es zum Glück nur noch bergab. Ich hatte so die letzten Berge ein bisschen zu kämpfen gehabt. Es ging schon ganz schön lange berghoch. Und irgendwie hatten wir nicht genug zu essen dabei. Aber jetzt rollen wir noch gemütlich nach Hause. Noch ein kleiner Mini-Tray. Scharfe Rechtskurve. So, das ist jetzt der letzte Trail für heute. Und ja, somit werde ich mich jetzt hier verabschieden. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, schwenkt aufs Bike. Und travel and ride. Bye bye. Guck mal, Vogel. Zeigt uns den Weg. Ih, Scheiße. Was machst du? Das war frische Scheiße. Da wollte ich jetzt nicht durch.